Häufige Probleme mit dem Poco X5 Pro Telefon und wie man sie löst. Hallo liebe Freunde, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut und in einem glücklicheren Zustand. Heute habe ich ein wichtiges Video mit dir, das die häufigsten Probleme des Poco X5 Pro Telefons darstellt und wie man sie löst. Ich hoffe, es gefällt euch, aber bevor ihr es euch anseht, abonniert den Kanal, damit ich euch alles Neue präsentieren kann, und jetzt lasst uns das Video verfolgen. Nachdem viele Benutzer dieses Gerät verwendet haben, sieht sich Poco X5 Pro häufigen Problemen wie Netzwerk, Fingerabdruckscanner, Batterieentladung, Überhitzung und Problemen mit der Bluetooth-Verbindung gegenüber. Videoinhalte. 1. Probleme mit Netzwerk, Fingerabdruckscanner, Batterieentladung, Überhitzung und Bluetooth-Konnektivität in Poco X5 Pro Plus Lösungen. 1.1 Einige Details und Funktionen von Poco X5 Pro. 2. Lösung 1, Poco X5 Pro schlechtes Netzwerkproblem. 3. Lösung 2, der Fingerabdruckscanner funktioniert auf dem Poco X5 Pro nicht richtig. 4. Lösung 3, Problem mit schnellem Batterieverbrauch auf dem Poco X5 Pro. 5. Lösung 4, Poco X5 Pro Überhitzungsproblem. 6. Lösung 5, Bluetooth funktioniert nicht im Poco X5 Pro. Einige Details und Features zum Poco X5 Pro. Das Poco X5 Pro verfügt über ein 6,67 Zoll FHD Plus AMOLED Display mit einer Auflösung von 1080 bei 2400 Pixeln, angetrieben von einem Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G Chipsatz basierend auf einem 6nm Prozess. Es kommt auch mit 6 GB oder 8 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicherpunkt. Weiter zur Kamera. Wir haben eine 108 MP Hauptkamera, eine 8 MP Ultraweitkamera und eine 2 MP Makrokamera. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 16 MP und wir haben einen 5000mAh Akku mit einem 67W Schnellladegerät. Lösung 1, schlechtes Netzwerkproblem auf Poco X5 Pro. Ich habe in vielen Benutzerforen gesehen, dass Verbindungs- und Netzwerkprobleme auf Xiaomi-Geräten bestehen bleiben. Dieses Problem kann aus verschiedenen Gründen auftreten, daher kann ich nicht sicher sagen, warum dieses Problem auftritt, aber unten habe ich einige Tricks bereitgestellt, die Sie versuchen können, zu beheben. Setzen Sie zuerst die Atteneinstellungen Ihres Geräts zurück. Sobald Ihr Gerät neu gestartet wird, überprüfen Sie dann, ob die Position der SIM-Karte korrekt ist. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen, Konnektivität und Freigabe, LAN, mobile Netzwerke und Bluetooth zurücksetzen, Einstellungen zurücksetzen. Gehen Sie bei LAN-Problemen wie folgt vor. Schalten Sie den Flugzeugmodus für ein paar Sekunden aus und wieder ein. Vergessen Sie gespeicherte Netzwerke und verbinden Sie sich erneut. Sobald Ihr Gerät neu gestartet wird, setzen Sie schließlich die Netzwerkeinstellungen zurück. Gehen Sie dazu zu Einstellungen, Konnektivität und Freigabe, LAN, mobile Netzwerke und Bluetooth zurücksetzen, Einstellungen zurücksetzen. Sie müssen sehen, wie behebt man ein Netzwerkproblem auf dem Poco F4 GT? Lösung 2, der Fingerabdruckscanner funktioniert auf dem Poco X5 Pro nicht richtig. So beheben Sie das Problem, dass der Fingerabdruckscanner Poco X5 Pro nicht funktioniert. Lösung. Achte darauf, dass deine Finger ordentlich und sauber sind. Außerdem muss Ihr Bildschirm sauber sein. Wenn Sie fertig sind, starten Sie Ihr Poco X5 Pro neu. Starten Sie es neu. Entfernen Sie die sperrige Displayschutzfolie. Fügen Sie Fingerabdrücke wieder in Poco X5 Pro hinzu. Gehen Sie zu Einstellungen, Passwörter und Sicherheit, wählen Sie Fingerabdruckentsperrung. Lösung 3, Problem mit schnellem Batterieverbrauch auf Poco X5 Pro. Das Poco X5 Pro verfügt über ein Full HD Plus Display sowie einen 5020mAh Akku, und der leistungsstarke Snapdragon 720G sollte zur richtigen Zeit ein großartiges Display liefern. Aber leider ist dies bei vielen Benutzern nicht passiert, sie melden Batterieentladungen in ihren Geräten. In den meisten Fällen entlädt das Gerät den Akku automatisch, wenn der Bildschirm für einige Zeit ausgeschaltet war. Um dieses Problem zu lösen, habe ich im Folgenden einige Abhilfen bereitgestellt, mit denen Sie die Akkulaufzeit verlängern können.
So beheben Sie das Problem mit dem schnellen Batterieverbrauch des Poco X5 Pro. Lösung: Löschen Sie zuerst alle Hintergrund-Apps. Deaktivieren Sie Netzwerke wie LAN, Standort und mobile Daten. Deaktivieren Sie die automatische Helligkeit, passen Sie die Helligkeit manuell an. Lösung 4: Poco X5 Pro Überhitzungsproblem. Überhitzungsprobleme sind auch etwas, mit dem viele Menschen konfrontiert sind. Das Gerät fühlt sich während des Ladevorgangs und während intensiver Spielsitzungen heiß an. Sie können die Überhitzung reduzieren, indem Sie die hintere Abdeckung Ihres Telefons entfernen, während Sie es aufladen oder ein großes Spiel spielen. Es kann auch einige Probleme mit dem Kernel der Firmware geben, also melden Sie das Problem dem Samsung Support. Lösung 5: Bluetooth funktioniert nicht in Poco X5 Pro. Funktioniert Bluetooth auf Ihrem Poco X5 Pro nicht? Keine Sorge, ich habe einige Schritte bereitgestellt, um dieses Problem zu beheben. Schalten Sie zuerst Bluetooth aus und wieder für ein paar Sekunden ein. Gehen Sie dazu auf Benachrichtigungsleiste Öffnen Bluetooth aus und einschalten. Schalten Sie dann den Flugzeugmodus für einige Sekunden aus und wieder ein. Gehen Sie dazu zu Benachrichtigungsleiste Öffnen Flugmodus aus und wieder einschalten. Starten Sie Ihr Telefon einmal neu. Entkoppeln und reparieren Sie das Bluetooth-Gerät auch sofort. Öffnen Sie dazu die Benachrichtigungsleiste, tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol, tippen Sie abschließend auf eines der Geräte in der Liste und koppeln Sie es. Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen, Konnektivität und Freigabe, LAN, mobile Netzwerke und Bluetooth zurücksetzen, Einstellungen zurücksetzen. Aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version. Gehen Sie dazu zu Einstellungen, Softwareaktualisierung, Herunterladen und Installieren. Wenn keiner der oben genannten Schritte funktioniert, müssen Sie Ihr Gerät als letzten Ausweg auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen Mein Gerät sichern und zurücksetzen Alle Daten löschen, zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Telefon zurücksetzen Tippen Sie auf OK. Wie behebt man Probleme mit dem Touchscreen des Samsung Galaxy A52? Xiaomi 13 Pro Netzwerkproblem beheben? Wie behebt man Probleme mit dem Samsung A13 5G Touchscreen? Wie behebt man das Xiaomi 12S Pro Netzwerkproblem? Am Ende des Videos bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass Sie die Probleme gelöst haben und sehen uns in einem neuen Video.